Macht uns der Klimawandel krank? Und wenn ja, wie? Wie sehr haben Erwärmung, Überflutungen und Dürren Einfluss darauf, dass Viren, Bakterien, Pilze, Tiere und Pflanzen Krankheiten verstärken? Und welche Keime schlummern noch im tauenden Permafrost? War die Coronavirus-Pandemie nur ein erster Vorgeschmack? Das Profil widmet sich ausführlich dem Thema Klimawandel und Krankheit. Und zu diesem Thema jetzt bei mir im Studio Profiljournalist Alwin Schönberger. Alwin, schön, dass du da bist. Ja. Das neue Profil eben kümmert sich genau um dieses Thema. Inwiefern hängen Krankheiten mit dem Klimawandel zusammen? Wie werden Krankheiten befördert dadurch vielleicht auch oder heraufbeschworen? Auf welches Ergebnis seid ihr da gekommen? Ja, es gibt eine ganze Menge an Zusammenhängen. Also dass das Klima krank machen kann, oder Klimawandel besser gesagt, krank machen kann, ist jetzt per se noch nichts Neues. Also da gibt es schon jede Menge Untersuchungen dazu. Wir haben zum Anlass genommen eine sehr, sehr große Studie, die soeben erschienen ist. Und das ist das Neue dran. Die haben zum allerersten Mal quantifiziert, in welchem Ausmaß welche Arten von Krankheiten durch klimatische Veränderungen, das können Hochwasser sein, Starkregen sein, Dürren sein, die Erwärmung sein, in welchem Ausmaß wie viele Krankheiten dadurch verschlimmert oder aber, gibt's auch, gemildert werden. Und dieser Prozentsatz gibt schon zu denken. Wir reden von knapp 60% aller bekannten Krankheiten, das ist eine riesige Liste, die haben sich diese Listen hergenommen, wie viele Krankheiten gibt es, und 60% aller bekannten Krankheiten werden durch klimatische Ereignisse verschlimmert. Jetzt ist die Frage, ist das immer schon so gewesen oder ist es jetzt durch den nicht aufzuhaltenden Klimawandel, der sich natürlich jetzt beschleunigt in den letzten Jahrzehnten, verschlimmert sich auch diese Situation? Absolut, oder? Absolut. Und da gibt es ganz klare Zusammenhänge, die man auch ganz gut nachweisen kann, wenn man genauer hinschaut. Das ist auch das Spannende an dieser wirklich sehr, sehr großen Arbeit, die dieses Forscherteam gemacht hat. Es ist oft eine recht komplexe Verkettung von Umständen. Also da führen mehrere Dinge, mehrere Faktoren dazu, dass was passiert, nämlich die Verstärkung einer Krankheit. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn es stark regnet, sind die Böden sehr feucht. Wenn die Böden sehr feucht sind, befördert das Pflanzenwachstum. Wenn es viele Pflanzen gibt, dann haben beispielsweise Ratten und Mäuse auch viel Nahrung. Wenn die viel Nahrung haben, dann vermehrt es sich auch dementsprechend. Wenn es viele Ratten und Mäuse gibt, dann gibt es auch einen, also statistisch betrachtet, einen hohen Prozentsatz, eine große Zahl, die beispielsweise mit Hunter-Viren infiziert sein kann. Das ist ein unangenehmes Virus, das alle möglichen Symptome auslösen kann. Und dadurch steigt natürlich auch die Gefahr für den Menschen, dass hier Übertragungen stattfinden. Und da gibt es viele, 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 viele Beispiele, die man hier nennen kann, wo eigentlich ganz klar argumentiert wird, welches klimatische Ereignis führt zur Verstärkung welcher Krankheit. Da reden wir von Viren, von Bakterien, von Protozoen, von allen möglichen eben Mikroben. Wie werden eben diese Krankheiten noch definiert? Ja, wo beginnt es? Das ist das Spannende. Ja. Man denkt meistens mal an Infektionskrankheiten. Das stimmt natürlich. Ja. Aber das Besondere auch an dieser Arbeit ist, dass die den Begriff Krankheit extrem weit gefasst haben. Ja. Alles, was biologisches Agens ist im weitesten Sinne, wird hiermit eingeschlossen. Das sind eben Viren, das sind Bakterien, das sind Pilze, das sind alle möglichen Mikroben, aber auch Pflanzen beispielsweise. Also ein großes Thema für alle Allergiker. Eine deutlich beschleunigte Ausschüttung von Pollen. Ja. Ich merke das jetzt auch, ich bin Allergiker, ich merke das Ragweed zum Beispiel, das uns seit heuer erstmals wirklich zu schaffen macht. Na, es wird mehr, also es macht uns ja schon seit einiger Zeit zu schaffen, weil es auch ein ziemlich aggressives Kraut ist. Ja. Aber ja, man merkt das stärker als in der Vergangenheit, aus drei Gründen. Erstens ist die Pollensaison länger, als in der Vergangenheit war, also das dehnt sich aus, das ist eine Temperaturfrage auch. Zweitens schütten, das ist nachgemessen, viele Pflanzen schütten mehr Pollen aus, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Ja, damit aber noch nicht genug. Pollen selbst ist noch nicht das Problem. Das Problem sind einzelne Moleküle im Pollen. Also das sind die sogenannten Hauptallergene einer bestimmten Pflanze. Und die verändern sie auch noch. Also mehr Pollen und im Pollen mehr Allergene
Proteine. Das sind eben diese Eiweißstoffe, die die Allergie auslösen. Ja? Und dann gibt es noch alle möglichen bizarren Dinge, wie das sogenannte Thunderstorm-Asthma. Ja? Was ist das? Das bedeutet, wenn Unwetter sind, Gewitter sind beispielsweise, ist die Luft sehr feucht. Ja. Wenn da jetzt Pollen durch die Gegend fliegt, saugen sich die mit Feuchtigkeit voll, bis zu einem gewissen Grad, und dann können die bersten. Mhm. Vor lauter Feuchtigkeit bersten diese Pollenkörner. Und das führt dann zu vielen, vielen kleinen Partikeln. Und von denen nimmt man an, dass sie ganz besonders tief in die Lunge eindringen können und bei empfindlichen Personen gravierende Symptome auslösen können. Ja? Das klingt ja alles sehr schlimm eigentlich. Das ist unangenehm, ja. Das ist sehr schier, unangenehm. Schier, ja. Wenn ich mir jetzt so denke, die Corona-Pandemie, ja, die wir jetzt am Knack haben seit ein paar Jahren mittlerweile, ist das nur die Vorhut dessen, was uns da noch erwarten kann? Es ist was anderes. Ja. Also die Forscher, die diese Studien gemacht haben, mit denen haben wir auch gesprochen, und die sagen, okay, die Coronavirus-Pandemie war unangenehm, überhaupt keine Frage, ja. Mhm. Aber das war ein einzelnes Virus, das uns hier zu schaffen gemacht hat. Und die sagen, das ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt auf uns zukommt, weil das so unglaublich viele Erkrankungen sind und so viele Ausprägungen von Erkrankungen. Und in Summe wird man das schwer stemmen können. Ja? Mhm. Man muss sich nochmal vorstellen, dass da jetzt viele Krankheiten auch sein werden, von denen haben die Ärzte noch nie was gehört. Mhm. Das heißt, da kommen Symptome, zu denen dann oft gar keine Diagnose geben wird. Ja? Mhm. Also das wird nur ein interessanter Prozess. Es war ja bei Corona auch ähnlich. Also es war ein grippeähnliches Virus zwar, aber man wusste auch nicht, wie man es am besten bekämpft oder wie man es behandelt, oder? Wobei es nicht einmal grippeähnlich ist. Es ist ein komplett anderes Virus. Ja. Aber okay, da haben wir genau ein Virus gehabt. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir viele, viele, viele unterschiedliche Dinge und Zusammenhänge, die man nicht versteht. Also noch ein Beispiel, das ich echt interessant finde. Ja? Sehr viele Pilzarten beispielsweise fangen mit dem Menschen nichts an. Mhm. Warum? Weil die Körpertemperatur des Menschen zu hoch ist. Mhm. Ja, die haben es lieber ein bisschen kühler. Ja? Und daher ist der Mensch bisher kein optimales Opfer gewesen. Ja? Mhm. Aber jetzt wird die Welt wärmer. Was geschieht? Lebewesen, auch Pilze, passen sich an das an. Ja? Dann werden wir automatisch kälter. Die werden wärmetolerant. Mhm. Ja, und auf einmal sind wir in einem Temperaturbereich, wo der Pilz kein Problem mehr hat mit der menschlichen Körpertemperatur. Solche Beispiele gibt es. Das ist zum Beispiel Candida auris, heißt dieser Pilz, der inzwischen vielfach isoliert ist, auch in Österreich zum Teil. Und der taucht dann ganz bevorzugt in Krankenhäusern auf, wo er immungeschwächte Menschen trifft. Mhm. Wir haben es vorher im Beitrag schon gesehen, da habe ich es angesprochen, das Thema Permafrost. Mhm. Was schlummert alles im Permafrost? Da gibt es auch ganz bizarre Geschichten. Ja. Da gab es den Fall von, eine Art Hitzewelle gegeben in Sibirien, also für dortige Verhältnisse natürlich. Ja. Und da sind beispielsweise Rentierkadaver ausgeappert. Mhm. So, dann geht ein kleines Kind hin, kommt mit dem in Kontakt und infiziert sich mit Anthrax. Das ist ein äußerst unangenehmes Bakterium, das den Milzbrand auslösen kann und ganz gerne auch als biologische Waffe eingesetzt wird. Ja. Das heißt, diese Anthrax-Sporen überdauern dort Jahrzehnte. Mhm. Ja. Auf einmal taut es, das kommt raus. Menschen stecken sich an und reichen die Infektion weiter. Ja. Man spricht hier auch von sogenannten Zombie-Infektionen. Das heißt, Tiere, die dort im Permafrost gefangen sind, auf einmal kommen die wieder raus. Ja. Und wie untote Mikroben, auf einmal sind die wieder unterwegs und können Menschen infizieren. Es hat vorhin jemand in der Redaktion gewitzelt, ob man nicht dann irgendwann Dinosaurierpocken quasi am Hals haben. Ja, das ist ein bisschen gar lang her. Ja, ein bisschen übertrieben. Aber diese groß angelegte Studie, das hat es so noch nicht gegeben. Ich glaube, die Uni Hawaii ist da federführend gewesen. Ja, das ist eine sehr große Studie. Die haben mehr als 70.000 Arbeiten durchsucht nach ihren Stichworten und geschaut, wo ist ein Zusammenhang zwischen Klimawandel und ganz konkreten Erkrankungen. Es war ein Team der Uni Hawaii, ganz stark angetrieben von einem Forscher, der ursprünglich aus Kolumbien stammt und auch selbst schon Erfahrungen damit gemacht hat. Der ist immer wieder zu Hause in Kolumbien bei seinem Elternhaus. Das ist so ein bäuerlicher Betrieb. Und da gab es vor einigen Jahren Hochwasser.
so nie gegeben, sagt er noch. Seit er zurückdenken kann, war das nicht. In diesem Jahr ist das Wohnzimmer unter Wasser gestanden. Und wenn ich jetzt viel Wasser habe, dann habe ich natürlich auch viele Moskitos. Das ist die optimale Brutstätte. Wo Moskitos sind, sind auch infektiöse Erreger. In diesem Fall das Chikungunya-Virus. Das hat er sich eingefangen. Das ist unangenehm. Ja. Das kann also natürlich hohes Fieber und alle möglichen Symptome auslösen. Er hat gesagt, er hätte sich am liebsten die Haut vom Gesicht gerissen, weil das so also schmerzhafte Ausschläge und Pusteln im Gesicht gehabt hat. Dengue-Fieber ähnlich. Ja, es ist verwandt damit. Ja. Mhm. Und das Zeug kann auch noch Langzeitfolgen machen. Die hat er ja auch nach 5 Jahren auch Gelenkschmerzen und solche Dinge. Ja. Mhm. Also, es sind einige solche Viren, die sehr ungut sind. Das ist Chikungunya, das war eine Riesenepidemie vor einigen Jahren, so in der Karibik. Dengue, wie du sagst, ist gilt als das am stärksten, also die am stärksten wachsende Infektionskrankheit weltweit. Ja. Äußerst schmerzhaft. Unangenehm, man sagt auch Knochenbrecher viel dazu. West-Nil-Virus, Zika, alles Mögliche, das hier so durch die Gegend kreucht und fleucht. Und auch von Moskitos übertragen werden, die langsam auch in unseren Breiten heimisch werden. Jetzt hört ihr das wirklich eigentlich sehr dramatisch an und mir juckt und kratzt schon überall, wenn ich das so höre von dir, Alvin. Wie können wir dann das aufhalten? Müssen wir den Klimawandel stoppen, damit sich das ändert? Schon, definitiv. Also die einhellige Meinung der Fachwelt zu diesem Thema ist, mit medizinischen Maßnahmen das schaffen wir nicht. Ja? Also die einzig sinnvolle Antwort ist Klimawandel nach Möglichkeit stoppen. Und meine letzte Frage wäre dann, kann sich die Medizin auf sowas vorbereiten? Na, schwer. Schwer, ja. Also, weil es halt so viele unterschiedliche Dinge sind, ja. Und das ist erstens ein riesiger Lernprozess, weil es ja Dinge sind, auch mit denen wir hier in der Form nie konfrontiert waren, ja. Also, wie Prionen in Schweden. Ja, das sind Bakterien, zu denen auch die Cholera zählt. Ja? Das gehört da nicht her. Also das ist total ungewöhnlich. Ja? Also es ist ein riesiger Lernprozess und auch ein infrastruktureller Prozess. Jetzt vielleicht weniger hier, aber in vielen anderen Ländern dieser Erde sehr wohl. Ja? Also die Medizinsysteme werden sich plagen damit. Mhm. Ja? Nochmal zusammengefasst, was zeigt ihr im neuen Profil da genau auf? Was zeigen wir genau auf? Wir zeigen auf, welche klimatischen Ereignisse, sei es Starkregen oder Überflutungen oder Hitzewellen, zu bestimmten Krankheiten führen können und wie Klimaereignisse Krankheiten verstärken. Und das sind immerhin 60% aller bekannten Erkrankungen. Alvin Schönberger, danke, dass du heute zu Gast warst. Klimawandel und Krankheit, wie hängt das zusammen? Das lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.